würde so zwischen 350 und 400 Euro für die Sache schätzen. Wert. Kein großer. Man hat mit diesen Puppen gespielt, manchmal sind die auch runtergefallen und es war ja kein Sammelobjekt in der Phase, sondern es war ein Objekt, was man vielleicht an die nächste Generation weitergegeben hat und das war Spielzeug. Und dann wurde das wirklich an Käthe Kruse eingeschickt und die haben diese Köpfe neu bemalt. Jetzt muss man natürlich sagen, dass bei so einer Puppe die Bemalung auch immer die Epoche widerspiegelt. Das müssen Sie sich vorstellen, Sie haben ein Gemälde, das 100 Jahre alt ist und jemand bemalt das wieder neu, damit es schön aussieht. Wenn man heute eine Restaurierung vornimmt, dann tut man versuchen, so viel wie möglich von dem Originalen zu erhalten. Man würde jetzt zum Beispiel niemals den ganzen Kopf neu lackieren, sondern man würde nur diesen Bereich machen, der auch nötig ist. Also damit das wieder ordentlich aussieht. Oder man würde gar nichts dran machen. Man hat natürlich das Sammelobjekt damit etwas zerstört, weil man es erneuert hat. Es sieht schön aus und es hat immer noch einen Wert, aber es ist nicht mehr das Original. Stellen Sie sich so ein Gemälde vor, jemand würde das neu bemalen, damit es schön aussieht. Das würde man niemals tun, sondern man würde, weil da ein Loch drin ist, nur diesen so wenig wie möglich an dem Originalen zu verändern. Und das ist das, was der Sammler heute auch möchte. Es ist eine etwas ältere, das sehen Sie, diese Naht, von der ich erzählt hatte, die hier in der Kniekehle drin ist. Bei den früheren würde man die Kopfnaht hinten noch etwas deutlicher sehen, was jetzt da nicht der Fall ist. Und Sie sehen auch sehr gut, dass dieser Kopf mal lackiert wurde, auch wenn Sie das nicht erzählt hätten, dann hätte ich es vermutet, weil man diesen Stück Stoff ausgetauscht hat. Und wenn dieser Stoff, dieser Rand, eine andere Farbe hat wie der Körper selber, dann weiß man, dass das mal eingeschickt wurde bei Käthe Kruse und neu bemalt wurde. Es ist trotzdem im Gesamtzustand ein schönes Teil, aber es ist nicht mehr so original, wie es war. Wenn man solch eine Puppe heute auf dem Markt anbietet, wird man vielleicht 150 Euro dafür bekommen, viel mehr wahrscheinlich nicht. Ja, ich habe schon anderes gehört, aber das ist immer darauf an, wenn ein Sammler oder Sammlerin natürlich besonders begeistert ist und vielleicht auch noch was damit verbindet, ja, dann liegt das in einem anderen Bereich. Anders, aber die ist ja auch nicht zum Verkauf in dem Sinne gedacht. Aber gut, wenn mal einer was bietet, kann man sich überlegen, aber wie soll der da wirklich bleiben? Und das war auch die Motivation im Grunde, warum hat sie es machen lassen? Ne? Das ist ja die Erinnerung, klar, das Kindheitsstück, das Einzige, was sozusagen geblieben ist. Ne? Und es ist ja auch immer, wenn man etwas restaurieren lässt, lässt man das restaurieren, weil man es jetzt in der eigenen Familie wieder schön sehen möchte? Oder möchte man es restaurieren, weil man mehr Geld dafür haben möchte? Und da ist es heute eher geschickter, wenn man es lässt, wie es ist, und derjenige, der es dann kauft, das selbst entscheidet für sich, als umgekehrt. Okay? Okay, vielen Dank. Meine Eltern hatten früher ein Spielwarengeschäft und das hätte ich übernehmen sollen. Dann habe ich angefangen mit der Modelleisenbahnabteilung. Habe dann sehr schnell gemerkt, dass man im Grunde kein Geld damit verdienen kann mit so einem kleinen Laden. Und habe dann gebrauchte Dinge angekauft, die ich dann wieder repariert habe und wieder verkauft habe. Und habe mich ein bisschen damit über Wasser gehalten. Habe dann in dem Zug auch mal wirklich alte Spielsachen bei den Leuten gesehen und die gekauft. Und irgendwann bin ich mit meinen einfachen Dingen auf einen Markt, der verbunden war mit einer Auktion, die auf einer Burg stattgefunden hat. Und unten haben sich abends immer oder morgens schon im Morgengrauen Leute getroffen, die ihre Dinge angeboten haben. Der Auktionator fuhr mit einem großen Auto vorbei und hat dann drin seine Auktionen durchgeführt. Und dann habe ich mir gedacht, so was müsstest du irgendwann auch mal machen.
Und daraus hat sich das Ganze entwickelt. Was mich an Spielzeug interessiert und was mich da auch fasziniert, dass es immer ein Spiegel der Zeit ist. Dass man sieht, in welchem Stand die Leute gelebt haben, dass man sieht, was für Möbel sie im Haushalt stehen hatten, dass man die Haushaltsgerätschaften, die man verwendet hat, im Kleinen sieht. Man sieht das Positive und das Negative. Man sieht den Krieg, der in den Kinderzimmern gelandet ist. Man sieht das Schönheitsidol der Barbie-Puppe und man sieht die Faszination eines Puppenhauses, das bis ins Detail das spiegelt, was man im Großen auch sieht. Ja, das ist eine ganz typische Grundpackung von der Firma Märklin aus den 30er Jahren. Die Zugpackungen gab es mit mehreren Wagen, zwei Wagen, es ist eine bisschen größere mit drei Wagen. Die Lokomotive, die gab es entweder in grün wie hier, was ein bisschen seltener ist und auch ein bisschen mehr wert ist. Die schwarze Lokomotive, die damals eigentlich so die Standardlokomotive war, ist ein bisschen niedriger im Wert. Und die Schienen sind die damals üblichen Blechschienen mit dem kleinen Kreis. Man sieht in der Mitte den isolierten Mittelleiter, der außen auf beiden Schienen war die Stromversorgung, in der Stromversorgung war in der Mitte und außen war die Rückleitung. Und was sehr schön ist, ist nicht nur die Grundpackung, weil die Grundpackung war ein Schienenoval. Damit konnte man als Kind zwar ein bisschen spielen, aber viel machen konnte man nicht. Interessant, weil es dann erst einmal auch noch Weichen dazu hat, wie diese hier drin, oder eine Kreuzung, oder auch ein bisschen Zubehör, wie die Lampe, die ist nicht von Märklin, ist von Kipri. Oder das hier, das muss später gekauft worden sein, das ist wahrscheinlich aus den 50er Jahren von Kipri. Mit der sogenannten Bravo-Schaltung, die hat sich bewegt, wenn man hier drauf drückte und die Schiene war dann im Endeffekt hier so schräg und beim Drüberfahren des Zuges ging das hoch und das Gewicht konnte man hier über die Feder einstellen. Je weiter das weg ist, hier innen drin ist die Federmechanik, desto stärker ist der Druck. Also insofern ist das eine schöne Packung, aber wie es halt leider ist, die Werte für die Spur 0 Eisenbahn sind nicht mehr ganz so hoch, wie sie mal waren. Das Deckelbild ist noch da, ist ein bisschen beschädigt, aber es ist sehr schön noch. Also ich würde so zwischen 350 und 400 Euro für die Sache schätzen. Das Zubehör, das ist selber gebastelt, würde ich sagen. Das ist ein, ja genau, aber es ist eine sehr schöne Sache. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, es sind noch ein paar uralte Kabel dabei. Die Kabel sind natürlich heute nicht mehr, manche Leute nutzen sie noch, wenn sie eine historische Anlage aufbauen, aber die sind mit Seide umsponnen. Also das ist kein Kunststoffbezug, das ist mit Seide umsponnen. Aber ist eine sehr schöne Anlage und wie gesagt, auf jeden Fall eine super Erinnerung, wenn es noch funktioniert, noch umso besser. Und die Figuren ist natürlich auch eine Geschichte hier in den Reisenden. Und das sind Sachen, die heute so nicht mehr, man spielt heute anders mit, die Kinder spielen heute anders mit den Sachen. Selbst wenn sie Eisenbahn spielen. Vielen Dank. Danke sehr. Ja, dann kommen wir zu einem Stück, wo leider der Besitzer heute nicht da ist. Das ist hier der Bahnhof. Ist von der Firma Karl Bupp in Nürnberg hergestellt worden. Ist eigentlich auch einer der ältesten Nürnberger Spielwarenfirmen gewesen. Und das hier ist ein Bahnhof aus den 1925 bis 1929. Und man sieht hier die Löcher im Dach. Der war für Kerzenbeleuchtung gedacht. Hat also einen Kerzenhalter drin, man konnte hier eine Kerze reinstecken und damit den Bahnhof beleuchten. Und was vielleicht auch noch interessant ist, ich habe auch die Preisliste von damals. Die Firmen haben damals meistens über Großhandel nicht direkt an den Endverbraucher geliefert, sondern an Läden oder auch wieder an Zwischenhändler. Und die Artikel wurden alle im Dutzend angeboten. Also das heißt, hier in der Preisliste steht der Preis für ein Dutzend. Ein Dutzend dieser Bahnhöfe hat 1929 in der Preisliste des Herstellers 90 GM, müsste eigentlich Goldmark heißen, aber 1929 war die Reichsmark. Vielleicht hat man nur versucht, das ein bisschen stabiler aussehen zu lassen, weil die Reichsmark war ja nicht immer so stabil. Also 7,5 Reichsmark hat der Bahnhof damals im Laden gekostet, was nicht ganz billig ist. Schön ist natürlich die eingesetzten Fensterrahmen, das sind extra Blechteile, die bedruckt sind und eingesetzt wurden. Und was auch vielleicht interessant ist, außer dem Jugendstildekor, das natürlich nicht mehr ganz zeitgemäß war,
weiß nicht, können sich noch erinnern, dass man früher nicht auf den Bahnsteig konnte. Es gab eine Bahnsteigsperre, wo man nur mit einer Bahnsteigkarte draufkam. Das ist hier diese Sperre. Da konnte man also nicht einfach zum Zug gehen, sondern man musste eine Bahnsteigkarte lösen. Ich kann mich erinnern, die hat 15 Pfennige oder was gekostet. War damals nicht wirklich viel, aber war schon Geld. Und so ein Bahnhof ist wirklich ein schönes Stück. Kann man natürlich noch restaurieren, der ist jetzt komplett unrestauriert und auch mit den ganzen kleinen Fehlern, wie er vom Dachboden halt kam. Und in dem Zustand würde ich ihn auf so 200 Euro schätzen. Mich fasziniert in historischem Spielzeug, dass es die Technikgeschichte widerspiegelt, die Entwicklung der Technik, der Elektrotechnik, der Mechanik und dass es auch ein Spiegelbild seiner jeweiligen Zeit ist. Und dann fand ich diese Märklin Spur 0 Eisenbahn hervorragend, weil das ist so eine typische Packung, die man damals kaufen konnte, die auch erschwinglich war für Leute, die nicht so viel Geld hatten. Und wichtig war hier, dass es mit sehr viel Schienen ergänzt wurde, weil sonst hat man in der Grundpackung nur ein Schienenoval und dann kann man einen Zug vorwärts, rückwärts fahren lassen. Das macht wenig Spaß, aber wenn man Schienenweichen hat, dann kann man damit richtig spielen. So, jetzt kommen wir schon zu dem Spiel hier. Augenblick, ich gebe Ihnen auch gerade mal. Okay. So, bitteschön. Hallo, mein Name ist Nick Parry. Ich habe vor 20 Jahren ein Antikgeschäft in London. Und das ist zwei Teile, das sind übrig davon. Ich habe sie behalten, weil die Rennbahn war ein Lieblingsplatz für meinen Vater. Und die zwei erinnern mich und meinen Vater. Das ist der Ascot und Sandown. Eine ist eine Hand gedreht, man dreht das und der fährt laufen, die andere ist ein Roulette-Spiel. Und ich habe die Original-Werbung davon auch für dieses Ascot-Spiel. Also ich denke mal, der Vater war ein Spieler, ne? Ja, kann man sagen. Also ich hoffe, dass noch genug von dem Erbe dann da war. Oder dass er ein gutes Händchen hatte für... Nicht so gut, ne? Nicht so gut. Okay. Ja. I mean, da gibt es eine Pferd, das fällt. Und ich denke, das war für meinen Vater, because es läuft immer noch die andere Richtung. Okay. Ja, ist natürlich interessant. Wenn man hier an der Kurbel zieht, läuft natürlich alle mehr oder weniger gleichmäßig. Das heißt, aber sie gehen an und es ist immer eine andere Feder kommt an, tatsächlich. Okay, aha. Gut, dann liegt es einfach daran, dass sie hier unterschiedlich aufrollen. Wenn man hier reinschaut, ist das, ich kann es gleich mal ein bisschen so heben, sieht man hier so die Kabelrollen drin. Ja. Und je nachdem, wie sich diese Seil aufrollt, oder die Schnur aufrollt, wird das eine Pferd schneller und das andere weniger schnell. Also es ist ein interessantes Spiel. Ein richtiges Wettspiel, finde ich, ist es jetzt wirklich nicht. Ich denke, es ist schwierig. Also ich würde mein Geld nicht darauf wetten. Ich bin aber auch kein Spieler. Ich finde es aber eine sehr schöne Darstellung. Es ist wann aus den 20er Jahren, würde ich sagen. Mhm. Und Englischer Hersteller. Genau. Also es gab damals erstaunlich viele Tüftler, die Spielzeug hergestellt haben. Mhm. Also auch kleine Firmen, die eine Idee hatten und sich damit verwirklicht haben. Mhm. Und das denke ich, dass das sowas ist. Diese Dinge sind preislich natürlich immer ganz schwierig zu beurteilen, weil im Grunde genommen kann man immer nur dann einen Preis sagen, wenn ein Objekt schon öfter verkauft wurde, dass man sich da festlegen kann. Hier geht es wahrscheinlich nur aus einem mal Gefühl heraus, wie man vielleicht ein ähnliches Stück bewerten würde. Also ich persönlich sehe das vielleicht bei 200 Euro. Ja. Das sind ja zwei Spiele. Das zweite Spiel hier ist ja eigentlich so was ein bisschen wie, ich sag mal, Mensch ärgert dich nicht mit Roulette gemischt. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass hier eigentlich der Würfel ist sozusagen und das, je nachdem, welches Figur hier ist, das stehende Pferd, das rennende Pferd, kann ich dann weiterfahren. Und hier gibt es eine Spielanleitung, Spielblatt dazu und Spielanleitung dazu. Also, ja. Mhm. Und hier sind dann die entsprechenden Jetons und die Pferde. War das alles in einem oder waren das zwei unterschiedliche Sachen? Zwei. Also das hier, ja? Die sind beide von der gleichen Firma.
Okay. Also ich hätte jetzt preislich das bewertet mit einem Preis von 200 Euro. Das Roulette finde ich auch interessant. Es gibt Leute, die speziell Spiele sammeln. Preislich vielleicht auch ähnlich. Also das sind Dinge, die man nicht genau fixieren kann. Ja, die sind zumindest, ich denke auch, dass sie in Großbritannien nicht so selten, nicht so häufig sind, sehr eher selten sind und da ist es immer schwierig, einen Preis festzulegen. Aber ich stimme dem Herrn Seidel zu, dass das ungefähr jeweils so um die 200 Euro. Okay. Aber es ist natürlich schön, dass es so komplett mit Anleitung und allem ist. Das ist natürlich das Seltene an der ganzen Geschichte. Mhm. Vielen Dank. Also heute haben wir ein besonderes Aktionswochenende. Wir schätzen altes Spielzeug. Wir haben die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Schätze uns mitzuteilen, ihre Geschichten dazu. Und Gutachter werden nun sagen, wo kommt das Material her, wie viel ist es wert, was ist die Industriegeschichte vielleicht dahinter. Und das spannt den Bogen zu unserer wunderbaren Ausstellung Kinderträume, wo ja auch Schätze zu sehen sind aus einer privaten Sammlung. Spielzeug aus der Zeit um 1900, Puppen, Küchen, Puppen, Läden. Spielzeug ist etwas, was jeder kennt, was jeder gehabt hat, was sich vielleicht der eine oder andere noch mal wieder gönnt, Spielzeug aus seinen Kindertagen. Und darum ist diese Ausstellung und auch diese Aktion, das Ganze eigentlich eine Ausstellung, die mitten in der Gesellschaft steht, die Groß und Klein fasziniert, wo man Vergangenheit mit Gegenwart verbindet. Ja, und wir werden auch morgen noch spielen und vielleicht ist das Spielzeug von heute in der Zukunft etwas, wo wir gleiche Geschichten erzählen wie hier heute beim Aktionstag. Also eine wunderbare Sache für alle. Blanker Knopf, das heißt, ist kein Steifschriftzug drauf und es ist ein ungewöhnliches Material, was nicht so lange benutzt wurde. Das lässt darauf schließen, dass der während dem Krieg gemacht wurde oder kurz nach dem Krieg noch verkauft wurde. In dieser Zeit hat man auf diesen Schriftzug der Firma Steif verzichtet und man hat ein Wollplüsch oder Kunstplüsch, andere Materialien verwendet, weil man gar nicht alles hatte. Und aus dieser Zeit ist dieser Bär. Was schön ist, dass die Tatzen noch original sind. Da fehlt zwar ein kleines Stück, aber er ist so noch in dem originalen Zustand. Was ich nicht glaube, ist, dass die Augen da drin waren. Da werden mal Glasaugen drin gewesen sein, weil man das in der Zeit verwendet hat. Hier haben wir Schuhknopfaugen. Diese Schuhknopfaugen gab es um 1910. Und das kann vielleicht mal ausgetauscht worden sein. Das Bild, das habe ich auch geschaut. Also da hat er schon diese Augen. Ja. Ja. Das war 1949, 50. Okay. Also da hat er sie schon gehabt, okay. Wenn man genau schaut. Also sie sind einfach ungewöhnlich für diese Zeit. Dem würde ich jetzt vielleicht misstrauen, aber das spielt jetzt für dieses Objekt nicht so eine große Rolle. Es ist ein seltenes Material, die werden auch im guten Zustand relativ hoch bewertet, weil das nur kurz produziert wurde. In diesem Zustand denke ich, dass der vielleicht einen Wert hat von 150 bis 200 Euro. Unverkäuflich. Okay. Danke. Okay. Sammeln ist ja eine kulturelle Entwicklungsgeschichte. Seit Jahrhunderten sammeln Privatpersonen, Adlige, Fürsten, wer auch immer. Wir stehen hier auch mit in den Reichs-Engelhorn-Museen in einer Stadt, was auch für eine ganz ausgeprägte bürgerliche Sammlerschaft steht. Und im Grunde genommen kann man das so runterbrechen, wir würden all das versichern, was jemand oder eine Institution, was man so sieht in den Reichs-Engelhorn-Museen oder auf die andere Seite der Stadt den Blick geworfen in der Kunsthalle. Das heißt, wir stehen quasi für alles zur Verfügung, was Menschen als Liebhaber sammeln. Das Allerwichtigste ist das Kriterium Präsenz oder Absenz auf dem Markt. Rar sein ist alles. Ja, alles, was rar ist, ist auch automatisch höherwertiger als Dinge, die es häufiger gibt. Was mittlerweile auch immer wichtiger ist, das ist eine lupenreine Provenienz. Das heißt, dass die Eigentumsverhältnisse ganz klar geregelt und transparent offengelegt sind. Und wenn ich jetzt sage, der Zustand von Objekten ist genauso, im Grunde genommen ein genauso wichtiges Kriterium, dann muss man da eine kleine Unterscheidung treffen zwischen bildender Kunstobjekte, wo quasi im Laufe der Jahrhunderte können da Schäden passiert sein, oder technischem, sonstigem Spielzeug, Sammelobjekten aus diesem Bereich, weil dort der Erhaltungszustand an der Bespielbarkeit
Spielbarkeit gemessen wird. Das heißt, etwas, was wahnsinnig bespielt ist, weil die Kinder damit gemacht haben, was man eigentlich tun soll, was sie tun sollten. Das ist aber leider automatisch in der Regel viel weniger wert als ein Spielzeug, was nie in Kinderhände gewesen ist. Wir wissen natürlich, was für ein Herzblut bei unseren Sammlern mitschwingt und deshalb bauen wir auch sehr viel mehr als nur den reinen Versicherungsschutz um unsere Angebote. Wir geben Tipps zur perfekten Aufbewahrung. Wenn Transporte anstehen, dann stehen wir mit Rat und Tat zur Seite. Also wir wissen um die Lieblingsstücke und dass dort sehr viel mehr Herzblut mitschwingt, als man nur in einem neutralen Versicherungswert ablesen könnte. Sehr schön. Hallo, mein Name ist Heidi Dacke. Ich habe Puppen aus meiner Kindheit in Amerika. Ich bin in New York aufgewachsen, habe da 5 Jahre gelebt. Und in dieser Zeit war natürlich jedes kleine Mädchenbild auf Barbie-Puppen. Und habe welche noch, weil meine Mutter die so lange aufgehoben hat, hat auch immer die Kleidchen gewaschen, die Puppen in Ordnung gehalten. Und ja, ich hatte die jetzt lange im Schrank, habe sie wiederentdeckt, ein bisschen aufgepeppt und ich denke, sie sind immer noch hübsch. Das Köfferchen, da steht drauf 1961, also in der Zeit zwischen 1960 und 62. Okay. Gekauft in New York. Also Barbie denkt man immer an Mattel, ja, und man denkt immer, das ist ein amerikanisches Produkt. Ja. Stimmt aber gar nicht. Mm-mm. Also wenn man es jetzt ganz brutal sagen würde, das haben die Amis uns geklaut. Mm-hmm. Barbie wurde erfunden von der Firma Hauser, die auch diese ganzen Spielzeugsoldaten hergestellt hat. Mm-hmm. Und man hatte eine mit einer Zeitung, der Bild-Zeitung zusammen Geschichten von einer frechen Göre geschrieben und die da immer drin abgebildet. Und das war die sogenannte Bild-Lilly. Mhm. Das war eine bisschen kokette Frau mit einer guten Figur, die als Spielzeug hergestellt wurde und damals auch so in den 50er Jahren, 56, 55, 57 auf dem Markt hier sehr erfolgreich war. Und dann kam ein Mitarbeiter von Mattel und hat diese Puppe gekauft, ging damit nach Amerika und hat gesagt, Mensch, das ist ein tolles Produkt für uns. Dann hat man sich überlegt, dass man das, wenn man das in Japan herstellt, natürlich viel billiger herstellen kann wie in Deutschland. Und man hat daraus die Barbie-Puppe Nummer 1 gemacht. Also wenn man heute eine Barbie-Puppe Nummer 1 neben eine Bild-Lilly legt, dann sind die beiden identisch. Und jetzt haben wir wieder das Problem, dass in Deutschland die Produktion zu teuer war. Und deshalb die Firma Hauser in Konkurs gegangen ist und es sind damals auch irgendwelche Abschlagszahlungen an die Firma Hauser geleistet worden und aus dem Ganzen hat sich dann die Barbie-Puppe entwickelt. Die Barbie Nummer 1 ist also ein Spiegelbild von der Bild-Lilly. Jetzt haben wir hier Barbie-Puppen, die ein bisschen später sind. Also die ersten wurden auch nur in Amerika verkauft, nach Europa kamen sie 2-3 Jahre später und die Kleidung wurde per Hand in Japan genäht. Das war also ein Spielzeug, das sehr aufwendig war, aber man hat im Grunde genommen in Japan ein Billiglohnland gesehen und hat dort dann auch gefertigt. Diese Zeit, die gab es auch schon wieder in Deutschland. Also das ist jetzt eine Puppe, die allerersten hatten modellierte Wimpern, wie die Filmstars damals, also diese richtig ausmodellierten. Ja. Später nachher, die zweite Generation, da hat man Wimpern aufgeklebt und die Barbies, die man so die letzten 20, 30 Jahre kennt, da ist das einfach mit einem Pinselstrich gemalt. Mhm. Barbie wird nach Zustand gesammelt, also wie Briefmarkensammler. Ja. Da gibt es den Begriff Mint zum Beispiel. Mint bedeutet, das Teil sieht aus wie aus dem Laden. Mhm. Bespielte Sachen, wenn das so ein bisschen kleine Kratzer hat, ein paar Mal rausgenommen wurde, dann ist das schon ein bisschen weniger wert. Bei Barbie ist auch so, dass die Kleidung das Maßgebliche ist. Mhm. Also wir hatten mal im Museum für Arbeit und Technik eine Ausstellung mit Barbie-Puppen. Ah, okay. Und sind dann Frauen, die 40, 50 waren, mit ihren Töchtern rein und haben gesagt, guck mal, so verrückt habe ich mich damals angezogen.
Also Barbie ist immer Kleiderkult. Also die Puppe selber ist eigentlich nur ein Kleiderständer, sondern das, was man an Kleidung hatte, hat man damit gezeigt. Und Barbie ist auch so ein bisschen Konsumzeitalter. Ja. Also es zeigt, was es, man, es gab ein Traumhaus dazu. Es gab, ich hatte auch ein Cabrio. Richtig, gab es auch. Und hatte ich auch dazu, weil der ist verloren gegangen. Ja, der war aber sehr neutral. Ken ist auf der Strecke geblieben. Aber ich habe noch ein paar Kleider von Ken. Das ist einigen ein schon passiert. Eine Hose und ein Pulli dazu im amerikanischen Design. Natürlich. Ja. Ja. Also bei, hier ist es so, dass die diese Kleider auch immer ausgestattet waren mit der passenden Kette, mit den passenden Hüten, mit Strümpfe dazu, Schuhe dazu. Da habe ich auch eine ganze Box mit Schuhen. Ja, das heißt, Schuhe bis hierher. Richtig. Je nach Outfit gab es immer zu jedem und Hütchen zu dem grünen Kleid. Ja. Und also der Wert liegt daran natürlich am meisten, wenn das alles noch komplett ist. Also man müsste jetzt die einzelnen durchgucken, auch müsste ich in Katalogen schauen, wie das zusammengestellt war. Mhm. Das ist eigentlich ein Konvolut für einen Sammler, der dann auch wieder etwas daraus macht. Mhm. Der braucht vielleicht die Schuhe, der braucht den Hut für ein Outfit und solche Dinge werden auch bewertet. Also ich denke, dass das Ganze mit dem ganzen Zubehör, mit den zwei Puppen vielleicht einen Wert darstellt von, ich sag jetzt eine 250, 350 Euro in etwa. Mhm. Es gibt sehr frühe Puppen von Barbie, also aus der ersten Zeit, die können auch sehr teuer sein. Also es gibt auch Kleider, die 2.000, 3.000 Euro kosten, aus der Anfangszeit. Mhm. Das ist nicht die allererste Zeit von Barbie. Da gab es zu dieser Zeit in Deutschland, wurde das auch schon viel verkauft. Naja, ich habe auch nochmal nachgelesen. Also die eine hat auch diese biegsamen Beine. Ja, es gab Bandleg und Straightleg. Da unten, ja. Okay, vielen Dank. Gut. Also wenn man den Markt sich die letzten Jahrzehnte anschaut, dann kann man sagen, dass Objekte in einem guten Zustand, interessantere Objekte, hochwertigere Objekte, meistens ihren Wert besser behalten haben wie mittlere und einfache Qualität. Heute sammelt man auch anders. Früher hat man das Gefühl gehabt, man muss alles kaufen. Es gibt Leute, die haben 10 Puppen und es gibt Leute, die haben 4.000. Da stehen manchmal ganze Häuser, Wohnungen voll. Das Ganze wurde dann auch ein bisschen zur Sucht. Man hat gar nicht mehr an den Objekten so viel Spaß gehabt, sondern eher nur an dem Moment, wo man es gekauft hat. Das war der große Kick, das Kaufen selber. Wenn man heute sammelt, sollte man im Auge behalten, dass man auch Spaß dran hat, dass einem die Sammelleidenschaft nicht erdrückt, dass die Objekte einen nicht erschlagen, sondern lieber gezielter wenig kaufen. Das zahlt sich auf die Dauer sicherlich aus. Oder man kauft Dinge, die noch gar nicht im Trend sind, an die man heute noch gar nicht denkt. Das kann sich auch preislich auszahlen. Okay. So, bei Ihnen. Ja, hallo, mein Name ist Matthias Jäger und ich habe hier einen Kindheitsbegleiter mitgebracht. Einen Kindheitsbegleiter mitgebracht, der mich Jahre begleitet hat und immer wieder mitgeschleift wurde. Es ist ein Hase von der Firma Steif. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Artikel gelesen, da war genau dieser abgebildet mit einem Bild, wo dabei stand, dass die ja auch nicht gerade unbedingt an Wert verlieren. Und dann hat mich jetzt einfach mal interessiert, was ist denn der tatsächlich noch wert? Okay, also die Firma Steif hat Stofftiere und Bären hergestellt, auch vor dem Krieg und nach dem Krieg als Spielzeug. Das ist ein sogenannter Lulak, der hat so ein bisschen schlaksige Arme und Beine. Es ist ein Teil, das nach dem Krieg gemacht wurde. Man sieht es sehr gut an dem Knopf. Die Schreibweise von der Schrift, die da drauf ist, da war das letzte F geschwungen nach innen, wenn er vor dem Krieg hergestellt wurde. Nach dem Krieg sind beide F-Striche unten parallel nach unten gehend. Er hat Karikaturaugen.
Jetzt werden diese Dinge, die nach dem Krieg produziert werden, sehr nach Zustand bewertet. Das ist ähnlich wie bei Briefmarken. Wenn der jetzt aussehen würde wie aus dem Laden, noch seinen Knopf hätte, seine Fahne und sein Brustschild, dann wäre er für den Sammler etwas Besonderes. In diesem Zustand ist er noch was Schönes, aber für die meisten der Sammler nicht mehr, hat er keinen großen Wert mehr. Das müssen Sie sehen wie bei einer Briefmarke, wenn Sie eine Ecke abschneiden, dann ist das auch nicht mehr komplett. Und der Sammler sieht heute nicht das Spielzeug, sondern er will das völlig Unberührte, was eigentlich gegen Spielzeug spricht, weil Spielzeug war zum Spielen da. Genau, und so ist er auch benutzt worden. Ja, also deshalb wird es auch jemanden geben, der ihn auch so schön findet und das auch bewertet, aber man wird wahrscheinlich nicht mehr wie 20 Euro dafür bekommen. Okay, gut. Alles klar. Okay. Vielen Dank. Also Objekte haben wir ganz viel Spannende schon zu sehen bekommen. Wir haben durchaus Dinosaurier, Glücksschweine finde ich total spannend, wenn sowas gesammelt wird. Wir haben aber auch ganz normal Handtaschen, Schuhe. Also versichern tun wir grundsätzlich Sammler aller Art, ob jetzt private oder institutionelle. Wir haben aber auch Museen, Galerien, Künstler natürlich, Restauratoren. Natürlich Menschen, die eine große Eisenbahnanlage im Keller stehen haben, sind jetzt auch ein nettes Publikum auf jeden Fall. Und natürlich haben wir Bedingungswerke für spezielle Gruppen, aber es ist auch jederzeit möglich, individuelle Angebote zusammen zu kreieren. Mein Name ist Sigrid Ladwig, ich komme aus Friedesheim und habe meine Freunde Stani und Struppi mitgebracht. Und ja, wenn Sie den Zustand sehen, Sie, die beiden nach dem Zustand beurteilen, sind die wahrscheinlich nicht so viel wert. Ist mir aber auch nicht so wichtig, weil die sind mir sowieso zu sehr ans Herz gewachsen. Zu dem Stani gibt es eine kleine Geschichte, den habe ich vor knapp 60 Jahren an Heiligabend geschenkt bekommen, von einem Mann, der Stanislaus hieß und der bei uns an Heiligabend eingeladen war, weil er alleinstehend war. Es ging ihm schlecht, als er zu uns kam und sein Zustand wurde auch immer schlimmer. Der Notarzt wurde gerufen und er ist leider am Herzinfarkt gestorben. Ich habe den Stanislaus, von dem ich diesen Esel habe, also nie wirklich kennengelernt. Aber der Esel ist und bleibt bei mir und heißt Stani. Ja, die sind halt lieb gehabt worden. Ne? So, ich habe mal dran rumgebogen, weil es gab damals solche Dinge von der Firma Schuko. Die nannten sich Bigobello, die dann so bewegliche Beine hatten. Das hat er jetzt nicht. Also auf einen Hersteller mag ich mich nicht festlegen. Also wenn ich was noch dazu sagen darf, ich habe mal im Internet geguckt, der hat einen zweiten Namen und zwar Mufti. Okay. Und wenn man Mufti-Esel eingibt, dann kommt die Firma Anker. Das heißt, könnte der Hersteller sein. Kann sein. Also könnte ich wenig dazu sagen, weil es ist jetzt kein bedeutender Hersteller. Es gab Steif, es gab Gimbing, es gab Lenchi, also einige, die so Sachen hergestellt haben. Weiß ich nicht. Also bei dem könnte ich mich nicht festlegen. Mhm. Also wenn da ähnliche Dinge im Internet angeboten worden sind unter der Firma Anker. Ja. Also ich denke, zeitlich wird es sein Mitte 60. Ja, okay. Ja. Und Wert, kein ist großer. Nicht so wichtig. Ja, okay. Dann sage ich mal gar keinen. Ja, genau. Gut, also der hatte mal eine Druckstimme, das hat man das sehr, stimmt, sehr häufig bei diesen Dingen gemacht, da hat man da gedrückt. Das ist aber auch kein Steif, kein Schuko, kein Bing, also kann man jetzt auch vom Zustand her keinem richtig zuordnen. Zu abgegriffen. Auch zu abgegriffen.
wertähnlich. Okay, ich habe es schon vergessen. Okay. Vielen Dank. Okay. Sammler. Also mein wichtigster Tipp ist immer, kaufen Sie das, woran Sie Spaß haben und geben Sie das dafür aus, was Ihnen noch das Wert ist und Spaß macht. Und denken Sie nicht daran, dass es eine Wertsteigerung haben muss, damit man das hinterher rechtfertigen kann, sondern es soll vor allem der Spaßfaktor und die Freude daran wichtig sein. Und in der aktuellen Situation ist es schwierig, wenn man auf Zuwachs rechnet. Also mein Name ist Heidi Wilson, ich wohne in Mannheim. Und meine Mutter hat mir vor einiger Zeit dieses Lädchen vererbt und ich weiß eigentlich gar nichts darüber. Er stand schon jahrzehntelang bei uns in der Vitrine, aber hat sich eigentlich letztendlich niemand so drum gekümmert. Und für mich war es halt immer interessant, weil ich damit aufgewachsen bin. Wir durften halt auch nicht viel damit machen. Wir haben ihn halt immer nur angeguckt. Okay. Jetzt wollte ich mal wissen, was von wann er sein könnte. Ja. Also das ist ein Teil, ich hatte ja schon mal ein Foto davon gesehen, wo ich ein kleines bisschen mehr Schwierigkeiten habe. Man hat früher mit Puppenstuben gespielt, das heißt, es gab einen Kaufladen, es gab eine Puppenstube, es gab eine Küche, es gab in ganz reichen Apothekerfamilien auch mal eine Apotheke, was relativ selten ist. Und es gab mal einen Modeladen, die aber auch extrem selten sind. Es gab also Hersteller, die dann ganz speziell solche Modeläden hergestellt haben. Auf dem Markt findet man heute des Öfteren Spielwarenläden, weil der Sammler, der hat dann irgendwann alles gehabt. Der hatte seinen Kaufladen, der hatte seine Küche, der hat eine tolle Wohnstube gehabt und jetzt wollte er noch was ganz Außergewöhnliches. Und dann wurden solche Dinge auch mal im Markt gebaut, also auch schon vor 10, 20, 30 Jahren. Man sieht bei ein paar Obladen auch, zum Beispiel die vordere, dass die jetzt nicht ganz so alt ist. Also ich würde mich da nicht festlegen, wann der wirklich entstanden ist. Das kann auch eine schöne Bastelarbeit sein, die vielleicht vor 30 Jahren mal gemacht wurde. Weil diese Obladen, die gab es, die hat man gesammelt. Und es gibt aber aus der Literatur kaum einen Obladenladen. Aber man nie was darüber gefunden, das war ja, aber mal interessant. Man weiß natürlich nicht, ob das jetzt ein Großvater oder ein Vater für sein Kind gemacht hat und wann der das gemacht hat. Da müsste man jetzt anfangen, Lackierungen sich ganz genau anzuschauen, aus welcher Zeit ist der Lack, aus welcher Zeit Holz, nimmt man auch altes Holz. Also das ist ein Teil, wo ich von Anfang an gesagt habe, das wird ein bisschen schwieriger. Ja. Ist ein schönes Teil, dekoratives Teil. Ich würde es mit einem Preis bewerten, weil es gibt auch Leute, die einfach nach Optik sammeln und denen jetzt die Historie von der Sache nicht ganz so wichtig sind. Es ist nicht zu groß, was auch gut ist, weil große Sachen haben die Leute nicht mehr so viel Platz. Ich denke, dass das vielleicht einen Wert von realistisch 150, 250 Euro darstellt. Ja, gut. Okay. Die Ausstellung Kinderträume kann ich natürlich empfehlen, ganz klar. Die ist sehr interessant. Im ersten Stock haben wir die ganzen Puppenküchen und die Puppenläden. Da sind sehr interessante und schöne Stücke dabei. Das kann man auf jeden Fall sich anschauen. Und natürlich, ganz klar für mich wichtig, die von uns gestaltete Spielzeugschätze oder Schatzkammer. Das ist natürlich für uns ein Querschnitt unseres Hobbys und unserer Interessen. Und da, denke ich, kann man auch sehr viel über das technische Spielzeug lernen.